Alte, wehrlose Patienten sind in einem privaten Pflegeheim in Niederösterreich erniedrigt, gequält und misshandelt worden. Wir haben diese Missstände gestern in der ZIB 2 aufgedeckt. Auch für uns ist nach wie vor unfassbar, was dort passiert ist. Die Staatsanwaltschaft St. Pölten hat die Ermittlungen in diesem Fall heute aufgenommen. Die Beschuldigten sind ja bereits fristlos entlassen worden. Doch auch wenn dieser Fall besonders schrecklich anmutet, ist es leider nicht der erste Pflegemissstand, der in Österreich aufgedeckt wird. Robert Zickmund mit möglichen Antworten auf die Frage, wo man beim Thema Pflege ansetzen muss. Vier Pflegemitarbeiter dieser privaten Einrichtung wurden vorgestern fristlos entlassen. Sie stehen im Verdacht, wehrlose Bettlägerige gequält und erniedrigt zu haben. So wurde Pflegebedürftigen Kot in den Mund gestopft oder Alkohol in die Augen geschüttet. Dass erfahrene Pflegekräfte zu so etwas fähig sein können, macht auch Experten betroffen. Es hat mich sehr erschüttert, dass so etwas vorkommt und dass man noch immer keine probaten Mittel bekommen hat, entwickeln konnte, um genau dafür einen Schutz zu entwickeln, genau für dieses Fehlverhalten. Auch wenn so eine Tat durch nichts erklärbar ist, gelte es doch, den Nährboden zu untersuchen, der einen Pflegeskandal wie diesen entstehen lässt, so die Präsidentin des Pflegeverbandes. Wenn ich so etwas tue als Pflegeperson, dann gibt es ja schon ein gewisses Szenario an Frust, an Auswegslosigkeit, zumindest aus der individuellen Wahrnehmung. Selbst die beste Kontrolle und Qualitätssicherung könne Vorfälle wie diesen nicht verhindern. Dennoch kann man vorbeugen, etwa durch Ausbildung. Gut ausgebildetes Personal besteht diesen Belastungsszenarien viel besser. Dass man eine gute Ausbildung, ein gutes Weiterbildungsangebot, ein gutes Fortbildungsangebot zur Verfügung stellt, das auch konsumiert werden kann. Und dass den Teams eine dementsprechende psychologische Unterstützung, Coachings zur Verfügung gestellt werden. Im konkreten Fall hat wohl auch destruktive Gruppendynamik eine Rolle gespielt. Es gilt im belastenden Pflegealltag auf Alarmsignale bei den Mitarbeitern zu achten. Wenn in einem Team etwas nicht stimmt, dann ist die Stimmung nicht offen. Das wäre das erste Alarmzeichen. Ein nächstes Zeichen ist, wenn sich bestimmte Menschen, bestimmte Teammitglieder immer in Krankenstand melden. Die Pflege von älteren und dementen Menschen wird in den nächsten Jahren zu einer zentralen Herausforderung unserer Gesellschaft, so die Expertin. Ein derartiger Skandal ist hoffentlich ein Weckruf, sich dem zu stellen.